Hallöchen Leute und willkommen zurück in San Pancho. Und ja, ich bin am überlegen, was wir heute machen. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ich glaube, was wollte ich denn als letztes machen? Gute Frage, ey. Ich glaube, ich versuche heute Nacht nochmal auszubrechen. War das der Plan? Ich glaube. Auf jeden Fall muss ich noch ein Stückchen graben. Also was heißt auszubrechen? Werden wir heute Nacht eh nicht schaffen, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber ich will mich ja draußen mal umschauen. Aber ich muss erst noch an den Minen vorbei. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass ich das heute Abend machen werde, wenn ich weit genug graben kann noch. Frage ist halt, wie weit brauche ich das? Und vor allem, kommen da noch mehr Minen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Kann ja sein, dass das nicht nur eine Reihe Minen ist, sondern, keine Ahnung, 1000. Nein, 1000 nicht, aber 2 oder 3 könnte ich mir schon vorstellen bei dem Spiel. Und ja, mal schauen. Ich weiß es nicht. Wir werden es schon merken, wie viele Minen wir dann tatsächlich haben. Bla 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 bla. Frühstück kann ich direkt machen. Perfekt. Uah, lasst mich in Ruhe. Lasst mich um Gottes Willen doch in Ruhe. Sehr gut. Die hauen sich. Tut doch was dagegen. Um Gottes Willen, lasst mich doch in Ruhe. Was passiert, wenn ich rausgehe? Oh, da werde ich zerschossen. Naja, macht nichts. Ich hatte eh nur eine Pfeile dabei. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber na. Ihr wisst ja, ich nehme im Voraus auf. Aber ich habe jetzt natürlich schon die ersten paar Kommentare gelesen und alles. Und ich wurde gefragt, ob ich auch den neuen Job hier vorstelle. Ja, das werde ich wahrscheinlich noch machen. Wenn ich in absehbarer Zeit ausbrechen sollte, was ich nicht glaube, werde ich das auf jeden Fall noch nachholen. Und zwar, ich mache dann halt einfach nochmal ein kurzes Spiel und dann probieren wir mal so 1-2 Tage, also 1-2 Folgen, probieren wir mal den neuen Job aus. Aber während dieses Durchlaufs werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Das hat auch einfach einen Grund. Wenn ich nicht mehr als Schneider arbeite, dann komme ich hier nicht mehr in den Raum rein. Und ohne den Raum hier bin ich momentan aufgeschmissen. Also hier ist ja eigentlich eine Tür, die ist ja immer noch weggebackt, keine Ahnung warum. Aber sie ist auf jeden Fall da. Und dann komme ich, die hat einen grünen Schlüssel. Und grüner Schlüssel heißt, da komme ich nur rein, wenn ich da arbeite. Und deswegen kann ich das momentan jetzt erstmal nicht aufgeben. Seid mir da nicht böse, aber da muss ich jetzt mal hart bleiben. So. Ich gehe mal kurz in den Untergrund, schaue mir mal kurz alles an. Wie weit bin ich denn? Ach, ich habe sogar schon weiter gegraben. Ich brauche aber noch ein Hölzchen, brauche ich noch. Hölzchen. Hier, da war die Tür wieder. Jetzt ist sie wieder offen und wieder weg. Großartig. Naja, schauen wir mal. Oh Mann. Entschuldigung. Alter, lass mich in Ruhe. Du Lump. Habe ich eine Waffe dabei? Nee, habe ich nicht. Wurde hier gerade eingeliefert. Alter, 3 Taschenlampen. Du hast aber auch nichts zu tun, ne? So. Hab mich in Ruhe. Kann es sein, dass ich gerade seinen Schreibtisch durchsucht habe, aus Versehen. Und der stand daneben. Habe ich gar nicht drauf geachtet, wer das jetzt war. So, Kammwaffe nehme ich mal mit, dass ich mal wieder eine eigene Waffe dabei habe. Und jetzt einfach mal schnell durchlooten. Ich hoffe, dass ich ein Hölzchen finde. Bitte, 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 bitte. Noch kein Glück. Nö. Auf der anderen Seite ist bestimmt eins. Man kann sich's ja einreden. Vielleicht auch einer von denen, die sich gerade kloppen. Mal gucken, wer verliert. Darren. Darren mag uns nicht. Warum magst du uns nicht, Darren? Auf jeden Fall ist er hinüber. Okay, auch hier kein Holz. Auch hier kein Holz. Und jetzt muss ich eine kurze Ablenkung machen. Das mache ich sofort. Wenn ich jetzt natürlich Holz finde, werde ich das nicht machen. Und auf die, keine Ahnung, wahrscheinlich kriege ich irgendwie so $20, da werde ich mal schön drauf scheißen.
Ich muss mal kurz einen verhauen. Nehmen wir mal den hier. Ja, komm. Na gut, das hat sich jetzt natürlich nicht rentiert. Ich hätte halt wegrennen können, aber was bringt mir das, ne? Naja. Gut. Hat einer von euch Holz? Ne, du hast immer noch deine komischen Taschenlampen. Du hast auch kein Holz. Na gut, trainieren wir halt ein bisschen. Bisschen Stärke wieder. Ich muss ein bisschen Leben zurückbekommen. Alter, lass mich in Ruhe. Was ist mit dir los? College. Isaiah. Der hasst mich wie die Pest. Naja. Ich werde jetzt noch einen Moment trainieren. Anscheinend wird das heute nichts beim Ausbrechen. Wie gesagt, mir fehlt einfach ein bisschen Holz. Wobei, warte mal, ich gehe mal kurz was gucken dann. Wie weit war ich denn schon von den Minen weg? Ich glaube so 3 Felder oder so, ne? Da muss ich gleich mal gucken. Vielleicht langt das ja sogar. So, das langt jetzt erstmal. Da liegt schon wieder einer rum. Marshall hat aber nichts. Gibt es hier einen neuen Tipp? Ne, immer noch den 45er. Aber den habe ich ja schon geguckt. Also 1, 2. Also ich gehe mal davon aus, dass das reicht. Deswegen, ich glaube, ich werde heute Nacht doch mal versuchen auszubrechen. Mir fällt gerade auf, da ist ja Holz. Das sind ja 2 Hölzchen. Und ich mache mich hier rum, ne? Ein Quark. Und dann knall ich hier noch einen hin. Nochmal, wie viel Schaufel habe ich denn noch? Ach, scheiße, dann langt das wahrscheinlich mit der Schaufel heute nicht. Müsste ich mir noch eine Schaufel machen oder eine Kelle finden? Aber von der Entfernung her sollte das jetzt auf jeden Fall langen. So, dann ist die Schaufel weg. Verdammt, die war halt nicht wirklich gut. Das war ja nur eine flimsy Schaufel. Tja, Pech gehabt. Dann wird das wohl heute Nacht nichts. Zumindest vorerst. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass ich bei irgendjemandem eine Kelle finde. Oder vielleicht finde ich ja auch noch ein Metal Sheet. Ich habe aber auch manchmal Glück. Jetzt fällt mir nur gerade ein, das bringt mir gerade nichts, weil ich habe kein Holz mehr. Ach Mann, irgendwas ist immer. Aber es macht nichts. Der Tag ist noch nicht vorbei. Der Tag ist noch nicht vorbei. Es kann sein, dass ich noch bei irgendeinem ein Holz finde. Komm, geh mal weg. Nö. Nö. Schade. Okay, gut. Wie sieht's bei dir aus, Clark? Ne, den. Ach, das war der. Na gut. Dann heute wohl nicht. Du willst eine Kammwaffe? Könnte ich dir meine geben? Gebe ich dir meine? Wer ist Marshall? Du bist Marshall. Ne, Moment, ich muss erst das Inventar packen. Ach, verdammt, ich habe mich auf jeden Fall verhauen lassen. Kacke. Na gut. Wie sieht's bei dir aus, Kollege? Logan soll eine Abreibung vorkommen. Kann ich machen. Rezepte habe ich ja schon alle. Du, schade, okay. Dann wird es halt wohl wirklich nicht viel. Guck mal, da unten ist gerade eine verhauen worden. Hat aber nur Burrito dabei. Und mit Burrito kannst du keine Schaufel machen. Also mir fehlt ja quasi das Holz für den Griff. Ich glaube, eine Pfeile habe ich sogar noch im Untergrund liegen. Wenn nicht, müsste ich da eigentlich... Warte mal, ich lege das mal kurz ab. Wenn nicht, müsste ich da eigentlich auch noch eine holen. Aber wird schon da sein. Gucke ich gleich mal. Nicht, dass ich vielleicht irgendwo eine kaufen kann und sie nicht nehme, weil ich denke, ich hätte eine. Das wäre natürlich sau ärgerlich. Immer diese Schufterei, ey. Für einen Hungerlohn verdient ja ein chinesisches Kinderarbeiterkind. Ich
glaube, das Wort ist falsch. Aber das verdient mir mehr als ich hier im Knast. Nein, Spaß. Wie viel kriegen wir denn eigentlich? Ich habe gar nicht aufgepasst in letzter Zeit. Eins und... Immerhin $20. Das heißt, am Tag kriegen wir wohl 40. Oh, da liegt schon wieder jemand. Marshall. Marshall kriegt heute aber auch gut auf die Fresse. Darren, bleib mal stehen. Warum kann ich dich jetzt nicht anwählen? Naja, egal. Shelby hat aber auch kein Holz. Ist ganz interessant. Also, mich hatte letztens mal in einem Kommentar jemand gefragt, ob ich... beziehungsweise, das war irgendwie... Also, das Kommentar war in einer der ersten Folgen, obwohl die halt schon... da ist übrigens ein Pfeiler. Obwohl die schon ewig... obwohl die schon ewig online war, bestimmt ein halbes Jahr oder so. Und da hatte mich dann einer gefragt, mit der Geschwindigkeit, ist das denn besser geworden? Weil ganz am Anfang hatte ich mich irgendwann mal beschwert, dass mir die Geschwindigkeit in dem Spiel zu hoch ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe mich echt gut dran gewöhnt. Und mittlerweile ist es mir komplett egal, wie schnell es ist. Weil ich habe mich jetzt darauf eingestellt. Und das funktioniert wunderbar. Ich habe mich nicht mehr beschwert. War zwar echt eine Gewöhnung am Anfang, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist hier alles kein Problem. Ach Mist. Wie sieht's bei dir aus, Kollege? Immer noch Rasierschaum. Ich will endlich wissen, für was dieser Kack-Rasierschaum ist. Warte mal, kann ich damit voll sprühen mit... Nee. Was könnte man damit machen? Was könnte man mit Rasierschaum machen? Also so ganz doof, man könnte das vielleicht irgendwie auf den Boden sprühen und jemand rutscht aus, aber man kann das nicht auf den Boden anwenden. Aber ich probier mal kurz, warte mal, probiere ich denn mal. Ich versuch's mal auf eine Wache anzuwenden. Es wäre mir eine Ehre, dich auszulöschen. Was denn, haben wir etwa ein Rendezvous? Also auf den kann man es auch nicht anwenden, aber... Geil. Gut, wir werden es heute Nacht probieren. Ich lasse es mal hier fallen. Viel Spaß mit dem Rasierschaum. Und dann gucken wir uns heute Nacht mal außen ein bisschen um. Das wird spannend, glaube ich. Ich glaube, das wird wirklich spannend. Jetzt müssen wir das hier... Aha, Moment. Bevor ich das vergesse. Scheiße, ich bin schon zu spät. Muss doch schnell mein Dummy noch in die Kiste knallen. Das kam jetzt alles so überraschend mit dem Holz. Schnell, schnell, schnell. Die sollen nicht denken, ich wäre weg. Ich bin da. Ich nehme mal vorsichtshalber noch das Klebeband mit. Falls ich demnächst nochmal eins brauche. Also wenn das heute Nacht klappen sollte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, verdammt, wessen Zelle durchsucht wird. Da war ich, glaube ich, noch nicht da. Na gut, wir werden es einfach probieren. Wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Wir werden ja nicht gejagt. So, schnell hoch. Ups. So, das brauchen wir. Wo ist das Metallblatt? Das habe ich oben gelassen, ne? Ja. So, eine Schaufel bitte. Eine brüchige Schaufel. Und dann würde ich mal sagen, ich grab mich jetzt einfach mal hier hoch. Ich hoffe, das geht nicht schief. Und wenn doch, habe ich halt Pech gehabt und muss noch ein bisschen besser planen. Gerade ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Könnte jederzeit was passieren, was Dummes. Au. Okay. Die Minen machen mich also auch fertig, obwohl ich schon sehr viel weiter weg war. Okay. Aber habe ich das eben richtig gesehen? Da war noch eine Mauer hinten dran, ne? Habe ich doch korrekt gesehen.
Das werde ich mir jetzt gleich in der Aufnahme nochmal anschauen. Und ja, wir sehen uns dann wohl in der nächsten Folge wieder. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, Patrouillen-Jeep. Da fährt auch noch ein Jeep lang. Toll. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Müssen den Tag halt leider nochmal machen, aber das macht ja nichts. Bis dann, tschüssi.